Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebende und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks Kalter Rückenschauer, Hart im Nehmen, Widerstandsfähigkeit und Entscheidungsschlag. Eigentlich ein sehr solider Bild. Gerade Kalter Rückenschauer und Widerstandsfähigkeit sorgen ja dafür, dass man Sachen schneller macht. Widerstandsfähigkeit, wenn man verletzt ist, Kalter Rückenschauer, wenn man angeschaut wird. Zu den Sachen, die man schneller macht, zählen nicht nur Generatoren, Heilungen, was weiß ich, sondern auch, wie schnell man über Paletten oder Fenster springt. Das heißt, das ist so dieser Vault-Bild, ne? Also ich kann schneller über Paletten, über Fenster springen, wenn ich verletzt bin und vom Killer angeschaut werde. Was vielleicht dafür sorgt, dass ich mal nicht geschlagen werde von Schlägen, die mich vielleicht sonst treffen würden, ne? Weil ich einfach schneller rüber bin. Ansonsten hart im Nehmen, ne? Wenn ich schon verletzt bin, habe ich auch noch einen Erschöpfungsperk dabei. Mal sehen, hoffentlich liege ich nicht erschöpft am Boden, sondern krieg's auch zum Einsatz. Und Entscheidungsschlag. Eigentlich ein sehr solider Bild. Mal schauen, wie es wird, ne? Perks für sich genommen. Mit hart im Nehmen habe ich einen Erschöpfungsperk dabei. Mit Entscheidungsschlag ein zweiter Chance-Perk. Ansonsten kalter Rückenschauer gibt mir, ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Informationsperk. Zwar jetzt nicht vergleichbar mit Bindung oder Wachsam, aber irgendwo gibt es einem ja schon eine Information. Oh, spielt mit Ruin. Die andere Person wird verletzt und oben arbeitet jemand. Ich müsste retten gehen, damit wir es vor der Struggle-Phase schaffen. Ist natürlich blöd, dass der Generator, den ich da jetzt schön so weit hochgeprescht habe, jetzt wieder zurückgeht. Aber bevor die Person hier in die zweite Phase kommt, rette ich lieber, ne? Und hinten wird gejagt, verfolgt. Ich wurde gerade kurz angeschaut. Denia läuft ihres Weges. Ich lasse sie mal laufen. Durch Freddy's Leadline. Ich habe keine Ahnung, wo er... Dort hinten ist er. Ah, durch die Traumwelt sieht man halt den Killer auch nicht immer so leicht, ne? Er schaut mich an. Ich arbeite ein bisschen schneller. Ja, nein, was habe ich nur getan? Jetzt kommt aber her zu mir. Der Gen dort oben wird weitergemacht. Er hat mich aber nur kurz weggejagt. Nia wird aufgehoben. Entscheidungsschlag? Nein? Schade. Ach, dann hätte ich mich mehr um Nia kümmern müssen und Nia länger beschützen müssen oder so, ne? Los, zieh den Gen dort oben durch. Oder teleportiert. Der hat sich teleportiert. Es tut mir leid, Nia, wirklich. Aber er hätte auch auf mich gehen können, ne? Aber gut, wollte er nicht. Nia, bleib doch da! Na gut, ne? Dann ziehen wir den Gen durch. Ey, du ziehst den Gen durch, ich gehe nach dort oben. Wir müssen jetzt, ne? Ansonsten geht der Gen wieder so weit zurück. Katze hat mich angeschaut. Oder Katze hat geklingelt. Mist, jetzt kommt der wieder hoch. Ich würde den Gen gerne weitermachen. Ist halt in dem Moment besser, wenn man dann an zwei verschiedenen Gens die dann durchprügelt. Gerade bei Ruin. Aber gut, wenigstens jagt er mich jetzt. Nicht mehr die Arminia. Oh, Kate. Hau ab, hau ab. Er geht nicht weiter auf mich. Ich gehe nach dort oben und mache jetzt den Gen weiter. Katze klingelt wieder kurz. Ich nehme die Blutpfütze mal mit. Da ist sie weg und ich kann dort im Zweifel wieder hinlaufen. Ja, blöd, dass Freddy aber irgendwie wieder da ist. Aber jagt jemand anderen, okay. Ziehe ich einfach den Gen jetzt durch. Er hat den Ace geschnappt. Was machen die anderen? Vielleicht heilen die sich, machen Gens oder so, hoffentlich. Er wird sich sehr wahrscheinlich wieder zu dem Gen teleportieren, sobald Ace hängt. Und dann sorgt er dafür, dass der Gen wieder zurückgeht, dann Queen, ne? Er schaut mich kurz an, er hängt nur dort hinten hin, ne? Er teleportiert sich zu mir. Ja, nee, den kriege ich nicht vorher fertig. Wäre zu... Nee, er hat mich nur weggescheucht. Oder? Ja, er hat mich nur weggescheucht. Andernfalls hätte ich auch das Lied gehört. Komm, Ace. Ja, ja, ich weiß, du willst eine Heilung, aber der Gen, der geht mit jeder Sekunde weiter zurück. Ich weiß, dich liefere ich damit vielleicht so ein bisschen ans Messer, aber es ist halt alles Zeit, die drauf geht, ne? Wie man es macht, man macht es nicht richtig. Und der wird jetzt wieder aufhängen, dann wieder herkommen, ich wieder wegjagen. Ach, der Gen und ich, ne? Es ist nicht mal mein Gen. Mein Gen wurde schon gemacht. Ich mache jetzt hier Ace-Arbeit, ne? Das war Ace-Gen vorhin. Hat sich diesmal wirklich teleportiert. Katze klingelt kurz. Einfach versteckt bleiben. So, ich lasse dich kurz hängen. Mach jetzt einfach den Gen. Ja, ja, ich schaffe das bis dorthin. Die anderen beiden sind ja auch noch gesund, aber dann haben wir wenigstens den zweiten Gen.
Irgendwie bei Ruinen muss man immer so um die Gens kämpfen, ne? Ich meine, klar, man könnte ja einen Totem machen. Aber mach mal einen Totem, wenn der Killer noch mit Unsterblich spielt, ne? Ja. Ich war mir jetzt halt nicht so sicher, von wo er kommt. Ja, gut, ich glaube, den Gen dort oben soll ich aufgeben. Warte mal, den nehme ich noch kurz mit. Da läuft später niemand rein. Schaffe ich es nochmal in Loop? Ja. Dadurch, dass wir die Pfütze jetzt weggenommen haben, ersetzt jetzt zwei neue Pfützen. Aber das schaffen wir nochmal rüber. Damit haben wir aber jetzt aus dem Gebiet auch wieder zwei Paletten weggenommen, was ziemlich blöd ist. Er jagt mich weiter. Ich gehe nach dort oben und weck mich mal auf. Er jagt mich nicht mehr. Dann kann ich wenigstens... Dann kann er sich wenigstens nicht mehr so regelmäßig teleportieren. So, zack. Und man sieht wieder mal die Map, ne? Nicht mehr so grau-weiß, ne? Sondern wirklich schönes Regenwetter, ne? Ace wurde wieder geschnappt. Ist Ace tot? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der hängt erst jetzt zum zweiten. Verdammt. Wir sind verlassen, ihr seht es links gerade. Punkte für verlassen. Ist auch sehr, sehr, sehr treffend, ne? Man wird irgendwie von seinen Teammates verlassen in dem Moment. Naja. Ich weiß nicht, was würdet ihr machen, wenn man gegen einen Killer mit Ruin spielt? Mir geht es da halt eher Gen verteidigen, aber wahrscheinlich hätte ich das in dem Moment alles anders spielen sollen. Mehr auf Heilung gehen und weniger auf Kampf versuchen müssen, den Gen durchzuziehen. Da wird jetzt die Kate gejagt. Kate wird wahrscheinlich auch wieder rechtzeitig, relativ schnell klein gehen, bevor ich mit dem Gen hier fertig bin. Dann wird Frechi wieder her teleportieren und ich krieg den Gen auch nicht fertig. Was ich auch anfasse in der Runde, mal sehen. Wird vielleicht nicht fertig, ne? So, okay, aber wir ziehen einfach weiter durch. Vielleicht kriegt man den Gen, bevor er sich teleportieren kann. Das war sehr unwahrscheinlich. Katze klingelt. Skillcheck, na komm. Na, nee, das hätte ich nicht mal geschafft, wenn ich jetzt weitergearbeitet hätte, ne? Das ist so knapp. Jetzt muss ich umwerfen, weil ich zu krass verlangsamt werde. Irgendwie teilweise kommen mir Freddys Pfützen manchmal noch schlimmer als das Lachgas vom Clown vor, so von der Verlangsamung. Aber wahrscheinlich auch nur gefühlt, ne? Aber bei das Lachgas sieht man wenigstens. Harte nehmen für die Distanz. Ich zünde es lieber ein bisschen früher. Ich werfe jetzt auch alle Paletten nur noch um, ne? Aber ich zünde Hard and Lame lieber ein bisschen früher für die Distanz, anstatt dann irgendwie erschöpft auf den Boden zu legen. Er wird durchsteigen, ja. Und wir gehen weiter. Steht hier unten noch irgendwas? Hier stand mal was. Jetzt hat er uns wieder. Die arbeiten aber beide an dem Gen, werden den vielleicht durchziehen. Nee, er hat nur angetäuscht. Die machen einfach weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier mit Tüftler spielt, weil er halt immer Bescheid weiß. Zack, ich hänge. Zum ersten Mal. Jetzt teleportiert er sich wahrscheinlich wirklich hin. Krass, der muss so weit runtergegangen sein, dass die jetzt zu zweit den nicht mal mehr hätten voll machen können. Na, ihr versteht aber jetzt auch, warum ich die Gens lieber voll mache, ne? Der hat irgendwo... Wir hätten sein Totem suchen müssen, aber... Ach, Ruin-Unsterblichkeit, ne? Ich weiß nicht, gegen Survival-Friends-Gruppen vertretbar, ne? Die können sich absprechen nach Totems suchen. Von Randoms kann man, finde ich, nicht so wirklich erwarten, dass sie alle Totems suchen. Naja, gut. So, die heilt mich. Wir hätten noch den Entscheidungsschlag. Für den Fall der Fälle. So, dankeschön. Ich werde versuchen, naja... Der Gen dort oben ist wieder bei Null, ne? Ist so bitter. Ist einfach nur bitter. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Sind wir ehrlich, es bringt schon fast nichts mehr Totems zu, Generatoren zu machen, ne? Also jetzt, ob wir jetzt so zwei, drei Gens durchziehen. Außer Nia spielt jetzt, war doch Nia, abgöttisch oder so. Das Ding ist, wenn ich einen Gen mache, dann ist der wieder mit Tüftler aktiv und er weiß direkt, wo ich bin. Aber gut, vielleicht hätte ihn ja wirklich sehr, sehr lange hin. Wäre ja cool, ne? So, der Entscheidungsschlag ist wieder weg. Ich mache jetzt einfach... Katz hat kurz geklingelt, er muss in der Nähe sein.
Was heißt in der Nähe? Im Gebiet zumindest, ne? So, wir ziehen einfach weiter durch, ne? Ich weiß nicht, ob Nia weiterhin gejagt wird. Oder ob Nia vielleicht entkommen ist schon, keine Ahnung. Aber gut, wir machen einfach weiter. Es bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, ne? Okay, da wurde Nia geschnappt. Irgendwo, wo? Dort oben. Und sie wird aufgehoben. Ich weiß nicht, ob Nia tot ist, wenn sie hängt. Wir sind halt auch in der Traumwelt und entsprechend super gut für ihn sichtbar. Sie ist tot. Ich habe keine Ahnung, wo die Falltür ist, aber sie spawnt ja jetzt erst, wenn Nia tot ist. Ich starte meine Reise hier und gehe dann gerade dahin, wo Nia hing. So, schauen wir mal. Falltür, verlass mich nicht. Katze hat kurz geklingelt. Keine Falltür, verdammte Axt. Und er hat sie schneller gefunden als ich. Oh, von vor mir, okay. Na gut, ne? Das sollte wohl nicht sein. Unsere einzige Chance ist, was wir noch machen können, um so ein bisschen unser Gesicht zu bewahren, ist, hart im Nehmen gut einzusetzen. Zack. Okay, jetzt haben wir schon gewonnen, ne? Jetzt haben wir auch noch mehr gewonnen, ne? Mehr als das kann man gar nicht mehr gewinnen in dem Spiel. Ein paar Palettenstun. Ha, und jetzt hat er uns. Na gut. Aber wir haben wenigstens gekämpft bis zum Schluss, ne? So, er nimmt uns mit. Und ja gut, war halt trotzdem eine gute Runde, auch wenn es halt sehr frustrierend ist mit Ruinen und Sterblich. Ich weiß nicht mal, ob er Unsterblich hat, ne? Aber halt, irgendwie dadurch, dass es halt Unsterblich gibt, schreckt mich das zumindest so ein bisschen davon ab, auf Totemsuche zu gehen, weil es dauert halt wieder eine halbe Ewigkeit, bis man beide Totems hat, beziehungsweise bis, wenn man das Pech hat, kann es halt sein, dass man 5 Totems zerstören muss. Dann kann man halt keine Gens mehr machen, ne? Also, naja. Ich glaube, naja, ich muss noch irgendwie vielleicht noch einen besseren Weg finden dagegen. Vielleicht mit verdrängten Bündnissen, wo die Generatoren blocken, dass die nicht zurückgehen, ne? So, das war ein Kill und Überlebende. Er hatte nicht mal Unsterblich dabei. Aber gut, wären wir auf Ruinsuche gegangen, ne? Aber wie gesagt, ist eine Sache, mit Randoms auf Totemsuche immer zu gehen. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!